Willkommen, meine Freunde von Fettspielen. Heute präsentieren wir euch die Top 5 Online-Spiele des Monats Oktober. Von mir, Tim, und mir, Fred. Okay. Ja, starten wir gleich los, rein in die Action. Tim hat 5 Spiele im Gepäck, die echt extrem erstklassig sind und wir sind sehr gespannt. Besonders ich bin gespannt. Ich habe sie selber noch gar nicht gesehen, was für Spiele das sind und was wirklich die Top 5 Online-Spiele des Monats Oktober sind. Also bitte, Tim, erzähl uns. Ihr findet die Spiele, auch wenn ihr sie spielen wollt, unten in der Beschreibung zu diesem Video. Könnt ihr sofort anklicken und kostenlos spielen. Perfekt. Vergesst das nie. Und wir fangen direkt an mit Future Body. Spiel Nummer 5. Spiel Nummer 5. Du hast es dir ja schon vorhin mal angeguckt. Was meinst du denn zu Future Body? So, also wir haben vorhin schon mal ein bisschen ein paar Level vorgespielt. Extra, damit wir euch nicht ganz noobmäßig so hier... absolut unbeleckt. Genau. Ja. Und es ist eigentlich wie dieser Hit auf Android und iOS. Wie nennt es sich? Cut the Rope meinst du? Du meinst Cut the Rope? Genau. Ja, es sieht ein bisschen so ähnlich aus wie Cut the Rope. Ich habe es ja nicht gespielt, wie ich gesagt habe. Du bist ja hier der Profi dieses Spiels. Aber Cut the Rope habe ich natürlich gespielt. Also ja, okay, auf Android, okay. Das läuft super. Es gibt es ja auch für iOS, es gibt für Blackberry, es gibt für Windows Phones. Eins der erfolgreichsten Mobile Games überhaupt. Ja. Und du meinst, das Spiel ist so ähnlich? Ja, sie kommt ziemlich gleich. Also ja, wenn ich das so sehe. Man hat hier den Future Body. Den verbinden wir jetzt auch mal hier oben. Yeah. Man muss schneiden, verbinden. Okay. Alles Mögliche. Ja, aber Cut the Rope ist ein bisschen anders. Du hast halt irgendwie Süßigkeiten, die du dann deinem Monster so hin und her, keine Ahnung, aber das sagen, muss, aber das im ist Grafischen ja, ist das, gibt sich das top, nicht viel. Das ist richtig super, sieht gut aus. Ja. Also muss ich schon sagen. Klassisches 3-Sterne-System. Und hier können wir auch die Future, deswegen Buddies wohl. Ah, gleich zusammenführen hier. Genau, können sie zusammenführen. Ja, das läuft richtig gut hier. Echt geiles Game. Ja, so, den verbinden wir jetzt mal hier oben. Zack. Hier drüben. Dann schneiden wir das durch. Da. Also auch von der Physik Engine scheint ja wirklich super und logisch auch abzulaufen. Ja, gut, dann machen wir es halt so. Jetzt hast du nur 2 Sterne bekommen. Ja, nur 2 Sterne, das reicht auch mal. Das ist auch okay. Soll man an dieser Stelle abbrechen oder was meint die Community? Ob das überhaupt noch, also mit diesem Style quasi? Ich meine, es geht. Meinst du, es geht noch? Es geht, ja, es geht. Ich schneide jetzt hier mal schön durch. So. So, so. Das ist der beste Schnitt ever. Ja. Genial. Okay, jetzt hast du uns wieder überzeugt ja, von deinen Pro-Skills. Klar. Also. Ja, klar, das ist ganz klar. Oh, hier kommt auch mal was, was ich in Cut Rope jetzt so noch nicht gesehen habe. Was man kann auch dieses. Einfach die roten Punkte miteinander verbinden, so. Okay, oh. Ja. Ja. Dann schneidet man hier durch und dann ist das schon gut. Okay, also es hat auch so noch ein paar Bonuselemente drin, das ganze Spiel ein bisschen abwechslungsreicher macht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir mal das nächste Level noch. So. Den hier oben dran. Den hier. So. Zack. Und. Ah, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Oh, das war schlecht, das war schlecht. And it's gone. And it's gone. Also, ich glaube, das reicht doch schon mal zu diesem Spiel. Ja, sieht auf jeden Fall echt super aus. Ja. Verdienter Platz 5, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Baue deine eigene Bahnbrücke. Jawohl, so Platz sieht das 4. Genau. Ha, okay. Ein bisschen Werbung, aber das kennt ihr ja. Dafür könnt ihr es umsonst spielen. Ich muss ja sagen, es gibt viele Leute, die beschweren sich über die Werbung. Im Endeffekt ist es eigentlich auch Dienst am User. Ja? Genau. Ich meine, wir auch dafür spielen, wir können jetzt auch über 7000 Spiele eigentlich auch nur kostenlos anbieten, weil wir eben werbefinanziert sind. Muss man an der Stelle auch nochmal sagen, also Werbung hat auch was Gutes. Also bitte Adblock ausschalten. Auf jeden Fall. Bitte, bitte. Okay, so, was haben wir hier jetzt? Wir haben hier... die eigene Bahnbrücke. Genau, hier so ein bisschen im Steampunk-Design. Das, das gefällt mir schon mal sehr gut. Hier. Oh ja, man sieht es. Wir fahren hier mit dieser kleinen Lokomotive rum. So. Alles klar, und du musst jetzt die Fracht, die du hast, von A nach B bringen. Ja, genau, jetzt bremsen wir wieder. Jetzt kann ich hier Space drücken und eine Brücke bauen. Okay. So, zack. Gehen wir hier, da. Erstmal die Strecke, ganz normal. Und dann musst du ganz noch ein bisschen Stabilität bekommen. Oder? Ja, genau. So, zack. Und weiter. Und jetzt können wir drüber fahren. Und volle Kraft voraus! Eigentlich ein sehr schönes Spiel. Man fährt so ein bisschen rum, muss die Fracht anbringen und baut gleichzeitig noch so Physik-Game-mäßig eine Brücke auf, was ich eigentlich sehr interessant finde für so ein Spiel. Und das Ganze so ein bisschen im 19. Jahrhundert, Steampunk-Style. Auf jeden Fall. Also. Hat so ein bisschen auch diesen Wild-West-Flavor quasi, ne? Ja. The Trail West.
So, dann bremsen wir mal. Drücken Space. Oh, jetzt wird schon ein bisschen. Na, ist also, komplizierter hier, oder? Ich baue immer erst die Fahrbahn und dann, weil man hat ja auch nicht unendlich Kohle. Ah, okay. So, dann müssen wir das noch runter machen, das hoch. Ah, das sieht doch nach einer 1er Brücke aus. Ich bin überzeugt. Ich würde drüber fahren. Man guckt am besten nicht hin. Oh! Ey, hat nicht mal gewackelt. Ja, das ist natürlich eine absolute Highscore-Konstruktion. Okay. Ah, jetzt wollen wir, glaube ich, nochmal sehen, wie das Ding auch mal einstürzt oder richtig abstürzt. Jetzt schon? Bau mal eine richtig schlechte Brücke hin. Gibt's was? Ich kann das aber nicht schlecht bauen. Ja, da musst du jetzt. Zwing dich jetzt, mal richtig schlechte Arbeit abzuliefern. Oh, 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 oh. Was ist das denn? Ein Hirsch. Ja, das war's mit dem Hirsch. Da haben wir aber nicht so viel gar. Ein Wildunfall. Wildunfall, ja. Ein bisschen unblutig, muss ich sagen. Schau, du stoppst der Verkehr wegen eines Wildunfalls. Wir bauen mal richtig schlechte Brücke. Ja, die Straße kann ich nicht schlecht bauen. Aber. Okay, du kannst die Träger vergessen. Aber es ist doch. Oder nur einen. Oh ja. Wir machen mal so. Oh nee, das wird aber trotzdem hinhauen. Ich glaube nicht, dass das hält. Oh. Okay, ist gleich. You failed. You failed. Wenn ich jetzt Space drücke. Ah, dann darf ich direkt. Du darfst gleich nochmal. Was meint ihr? So? Ja, das sieht gut aus. Ja, das kann ja nur was werden. Also, wenn das nicht hält. Dann müssen wir auch nicht. Voller Kraft voraus. Hinten das Auto drauf ist ja echt scharf. Oder? Ja, geil. Soll das ein Auspuff sein, was da so richtig knallhart ist? Was das ist, ey. Hervorragend. So. Hervorragend, 2 Sterne. Komm, eins noch für euch. Eins noch. Eins habt ihr verdient. Mit wackeliger Kohle. Fracht hinten. Okay, okay. Kohle hast du. Oh, da geht's auch mal dann bergab. Also ihr seht, es wird immer trickier. Also jetzt muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass die Fracht dann hinten nicht rausfällt. Ich glaube, man verliert dann oben Geld wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Über Rot über die Ampel. Oh. Don't do this at home. Oh mein Gott. Was baue ich jetzt? Also ich fange wie immer mal mit der Strecke an. Ich würde fast sagen. Das ist deutsche Ingenieurskunst. Ja. Ist das eine Hängebrücke jetzt? Klar. Okay. Ja, das kann nur halt. Also. Es sieht auf jeden Fall symmetrisch aus, wie du es baust. Also schön vom ästhetischen Standpunkt. Ja, ich bin dann auch kein Architekt, ich würde dann auch sowas noch machen, aber ich glaube, das macht er nicht mal. Ja. Oh! Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir zum nächsten Spiel wechseln sollten. Ich würde auch sagen. Oder? Also, ja. Dann wechseln wir mal zu Platz. Platz 3. Bau deine eigene Achterbahn. Platz 3. Genau. Okay. Wir kommen gar nicht mehr aus dem Baufieber raus. Nee, das ist ja der Bauboom der frühen 90er. Das ist der Bauboom. Wir bauen uns eine eigene Achterbahn. Okay, sieht aber schon mal anders aus. Ja, auf jeden Fall. Okay, worum geht's hier? Quasi haben wir hier oben den Rollercoaster. Ja. Und wir müssen ans Ziel kommen hier unten. Und auf dem Weg natürlich so viel wie möglich von diesen Münzen einsammeln. Und ich kann einfach die Strecke malen, die wir fahren müssen. Okay. Sieht ganz gut aus. So. Wow! Oh, und jetzt baut sich automatisch die Autobahn. Genau. Okay, lass ihn mal fahren, Jungs. 1, 2, 3, alles dabei. Ja, und sie haben es überlebt. Man sieht sogar, wie schnell sie fahren. Dann klickt ihr hier auf Weiter. Nicht hier unten oder da. Da kann man nicht klicken, glaube ich. Nee. Da geht euer Computer kaputt. Ja, das ist irgendwie nur Viren oder so. Ja, genau. Gibt's nur, glaube ich, auch. Nein. Nein. Auf keinen Fall. So, jetzt können wir hier unten neue Elemente hinzufügen. Wir brauchen, also eine Achterbahn muss man ja auch eine Steigung am Anfang bauen, sonst läuft ja gar nichts. Mhm. Also fahren wir erstmal ordentlich hoch. Dann nehmen wir uns wieder den Buntstift, mit dem wir die ganz normale Strecke bauen können. Und jetzt geht's richtig steil. So. Balla. Spiel. Bist du auch so privat so ein auf jeden Fall. Achterbahn-Fan? Auf jeden Fall, ja. Bin auch schon in Las Vegas diesen, New York Achterbahn gefahren. Echt? Richtiges Erlebnis, muss man sagen. Aber da war ich auch erst 16. Also mittlerweile nicht mehr so unterwegs, oder? Ja, doch schon. Aber, ja. Wow. Wow. Oh, jetzt also kann ich muss sagen, ich Achterbahn bin ich nicht so der Fan von. Okay. So, jetzt haben wir ein neues Element dazu gekriegt, und zwar Looping. Dann bauen wir nochmal hin hier die Geschichte. So. Ah, der sieht's gut. Ja, meinst du, wir kriegen alle Münzen hier? Ja, auf jeden Fall. Let's go! Okay. Im Looping beschleunigen sie dann selber. Oh! Total Ausfall! Nochmal probieren.
Ich glaube, der Fehler... Hast du wenig Schwung gehabt, oder? Ich glaube, wir müssen am Anfang ein bisschen runter. Damit es ein bisschen Schwung bekommt. Na gut, dann gibt's, aber... gibt's halt nicht alle Münzen, ne? Ja, gut. Na gut, das könnt ihr dann machen. Genau. Das ihr sorgt dann für die guten Tageseinnahmen. Genau. Wir sorgen hier nur für den Spaß. Okay, eins, zwei. Ja. Ja. Immerhin ist keiner abgestürzt, ja? Ja, keiner umgekommen hier. Ja. Das ist schon mal richtig gut. Weiter. So, dann machen wir noch eins für euch. Komm, jetzt zeig mal so richtig so ein... Einen richtigen Achterbahn-Crash. Ja, ja. Wollen wir keinem wünschen, aber ist ja ein Spiel. Da kann man auch mal wirklich voll in die Pedale treten. Hier, mach doch mal so eine richtig höllisch krasse Auffahrt und dann... Ja, hier. Jawohl. Like this? So. Kann man auch so einzelne Elemente vielleicht dann mit so abgesetzt? So ein bisschen Lorenfahrt? Dann noch ein bisschen genau? Ja? Oh ja, das meinte ich. Rollercoaster of Death, weißt du? Okay. Also in echt, wenn da lebend ankommt, würde ich da nicht einsteigen. Nee, auf keinen Fall. Aber. Okay, alles klar. Zwar baue dir deine eigene Achterbahn. Ja, baut besser nicht solche wie wir, sonst. Nee, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Fließt der nicht erfolgreich. Ja. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir zum nächsten Spiel über, ne? Das ist Platz 2. Jack Smith. Und das eine wirkliche Perle. Okay. Das kann ich gleich schon mal so sagen. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Solltest du auch. Jack Smith. Ich sehe einen komischen Hund und einen noch komischeren Esel. Kann ich auch ehrlich nicht sagen, was mit denen abgeht. Ja, der Hund sieht auf jeden Fall ein bisschen gechillt und ein bisschen verplant aus. Mit seiner geilen... Ist mit dem los? Sieht er überhaupt was? Nee. Aber diese Hunde gibt es wirklich, oder? Diese Rasse? Ja, die nicht sieht. Ich weiß gar nicht, was das ist eigentlich für eine... Blindhund. Blindhund. Die heißt ein Blindhund. Ja, okay. Schlechter Scherz, Entschuldigung. War keine Ahnung. Der war eigentlich besser, als du dachtest, glaube ich. Ja, so. Das Studio wird uns vorgestellt. Die machen wirklich tolle Spiele. Ihr könnt mehrere von denen spielen. Die haben auch hier Papas Wingaria. Aber ihr klickt nicht hier, ihr guckt es auf unserer Seite natürlich. Gibt's auch auf den Spielen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das so, und dann machen wir jetzt mal hier Play. Machen ein neues Spiel auf. Nennen uns The Fret Tim. The Fret Tim. The Fret Tim. Machen Continue. Oh, der sieht ganz schön evil aus hier. Oh, ja. Die erzählen uns ein bisschen was. Hm. Alles klar. Oh, dann geht's los hier. Wir gleich in die Action rein. Genau. Okay, was ist das für ein Spiel? Also es ist quasi wie ein Kochspiel, nur ihr schmiedet. Okay. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Es ist eine Mischung aus allem. Also man muss es einfach gespielt haben. Und am Anfang haben wir hier unseren Laden. Wir sind also hier dieser... Oh, er verfolgt einen sogar. So, es kommt das Schweinchen hier an, bestellt was, Order. Ein Schwert, okay. Genau, es hat ein Schwert bestellt, das sehe ich dann hier oben. Und dann muss ich das machen, craften. So, dann wähle ich das Langschwert aus. Mach ein wenig, was ist das? Kupfer, ne? Kupfer ist Kupfer, ja. Genau, das müssen wir jetzt... Erstmal aufheizen hier, auf Betriebstemperatur bringen. Mit Sauerstoff reinmachen. So, jetzt ist es heiß und jetzt müssen wir es ausgießen, ganz langsam. Wenn man es zu schnell macht, ist nicht so gut. Also von den Spielmechaniken ist es wirklich ein Kochspiel. Ja, klar. Jetzt 18 Swings left, das heißt, wir müssen es jetzt schmieden. 18 mal draufschlagen. Genau, und ihr seht hier mal great, good. Das ist, wenn ich gut treffe, okay. Oder schlecht treffe. Ah, jetzt sieht es ganz gut aus. Ein paar Lücken hast du drin. Ja, aber es ist noch erträglich. Ich glaube, die können wir noch hier ausbessern und hier. Das ausbügeln hier. So, dann setzen wir den ganzen Griff quasi. Ich bin jetzt nicht so der Ritter-Fan, ich weiß nicht die ganzen Fachausdrücke für ein Schwert. Ich sag jetzt mal Griff. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Da kenne ich mich auch nicht so aus. Aber sieht schon mal gut aus, dein sieht Schwert. Sieht gut aus, genau. Also. Und jetzt kriegen wir am Schluss eine Wertung von ihm. Was sagt er? Wow. Oh, sehr, sehr gut. 100% in 2 von 3. So, Ratings. Jetzt noch einen. Oder? Das ist ja wirklich interessant. Also für Leute, die vielleicht Kochspiele an sich gar nicht schlecht finden würden, ja. Aber das halt nur abgeschreckt sind, weil, keine Ahnung, man halt immer das Gleiche macht wie Cookies oder Pizza oder sonst ja, was genau. Belegen, haben jetzt mal die Möglichkeit, auch mal was ganz anderes zu machen. Schwerter zu machen. Schwerter zu machen. Ich meine, das ist also schon, ich würde fast geil. Ein Kochspiel für Kochspiel für Jungs. Kochspiel für Jungs, wenn du so willst. Ja. Echt nicht schlecht. Und ich muss echt sagen, mir macht es auch Spaß. Also ja, du stehst ja sowieso auch ein bisschen ja, so. Ich auf der Genre, sei ehrlich. Kochspiele finde ich echt, also manchmal. Meistens sind sie sehr, sehr kurz. Ja, aber man muss sagen, das hier ist, ihr werdet es noch sehen, ist wirklich episch. Hat epische Ausmaße. Geil. Aha, so, jetzt haben wir das mal ordentlich hier zur Sache. Oh, nur noch zwei Schläge. Ja, da kommt da hin. Da. Ah, das war nicht so gut geschmiedet.
Und hier ist auch so ein bisschen über Präzision geht's jetzt hier. Ne? Also du musst jetzt genau raufhauen, da, alles klar. Perfekt, perfekt, perfekt. So, great. Sehr schön, sehr schön. Finish. Ja, der sieht auch zufrieden Hammering aus. Hammering war nicht ganz gut. Nicht ganz so gut, aber trotzdem sehr cool gemacht. So, jetzt haben wir noch eine Bestellung. Oh komm, mach mal ein richtig schlechtes Schwert. Soll ich mal eins machen? Ja, so richtig so. Der Schwein hat es nicht anders verdient. Dieses Schwein hat es nicht anders verdient. Mach mal ein richtig schlechtes Schwert. Wollen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Später muss man auch parallel craften. Also wird es auch ein bisschen stressiger und anspruchsvoller. Auf jeden Fall. Der Zeitdruck kommt dann auch rein. Ja. Und jetzt mache ich erst ein Langschwert. Später gibt es noch verschiedene Schwerter und Rezepte, die man sich kaufen kann. Komm, schütte mal was. So, jetzt machen wir hier mal. Wir können ja mal überkochen. Oh ja. Zu heiß machen. So. Ja. Oh, Mann, passiert nichts. Oh, gleich explodiert der Kessel. So, okay, jetzt gieß mal richtig. Ja, schönes Schwert. Oh. So, super, genau. Genial. Ah, da ist noch was drin. Alles raus da. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ist es brüchig, weil es zu heiß war vielleicht? Keine Ahnung. So, jetzt hau mal nicht gut hauen. Hau mal alles auf eine Stelle oder so. Oh ja. Stumpfe Klinge. So, der Griff. Ja, ein bisschen mit Alkohol hier. ja, und noch wieder links. Ja, dann bist du da rechts. Ja, geil. damit würde man wahrscheinlich keine Schlacht gewinnen. Ja. Oh ja, skeptischer Blick vom Schwein. Aber gibt ganz gute Wertung noch. Ja, ich glaube, der wusste nicht, was gut ist. Das Lustige an dem Spiel, das ist jetzt nicht rüber und jetzt kommt eigentlich der tollste Teil, wie ich finde. Also jetzt sieht man auch sein Produkt im Einsatz. Das ist wie wenn man ein Kochspiel nochmal essen würde. Das ist ja geil. Also das ist quasi Kochspiel plus Hack and Slay. Genau. Ja, das ist ja geil. Sammle ich hier diese Münzen auf. Okay, deine drei Schweine ziehen jetzt also hier den Krieg. Die gehen ja richtig steil jetzt schon. Ja. Also es ist schon richtig. Hier vorne ist der Kollege mit dem kaputten Schwert. Hat das auch einen Einfluss, dass das Schwert jetzt kaputt ist? Oder nicht so gut? Ich denke schon, ja. Müsste also ich denke mal, der steht als erstes hier und das ist der links außen. Ja. Wenn man sieht das Schwert ja schon, wie krumm es ist, schon hier in der kleinen Aufnahme. Sehr, sehr cool. Und du? Wer ist denn da? Da ist der Hunter schon wieder da oben. Oh, da ist er weg, ja. Da ist er weg. Ja, es ist halt, wenn er nicht, er hat halt keine Qualität bestellt. Hier seht ihr schon, ich habe Rezepte aufgesammelt, andere Schwerter. Ah, oh, geil. Ist da, hier, Achievement freigeschaltet, Epic Weapon. Also das Spiel schon. Hat eigentlich alles, was man auch von einem Vollpreistitel erwartet, normalerweise. Krass. Also. Und hier kostenlos. Und wir können es für free spielen. Ja, also das ist echt geil. Ihr seht ja, was ich alles eingesammelt habe. Krass. Okay. Also, ich würde sagen, das ist ein verdienter Platz 2. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Platz 1. Platz 1 ist Sieges Arena. Alles und klar. Lass es uns starten. Ich bin sehr gespannt. Oh. Sieht schon mal episch aus jetzt. Sieht auf jeden Fall episch aus. Ist auch episch, kann ich gleich mal sagen. Okay. Ja, jetzt musst du schon was bieten. Du musst schon was in die Waagschale legen. Ja. Platz 1. Ja, ja. Da will ich jetzt auch was sehen. Ich weiß. Click here to begin. Alles klar. Also, new game. Next. Hat auf jeden Fall Story. Ja. So, ich bin hier der kleine Mann. Ah, hier, da siehst du schon die Muscle Boys da, Fitnessstudio. Genau. Und hier, ready to fight? Wir sind immer ready. Yeah. Ab in die Grube. Ab in the Pit. Ich kenne the Pit nur von Mortal Kombat. Ja, da gibt es Uppercut. Da war das Beste auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. So, jetzt geht's ab. Z und X schlagen. Ist ein bisschen verrückt, weil das auf einen, weil es ein englisches Spiel ist quasi. Aber wenn ihr ganz schlau seid, schaltet ihr eure Tastatur auf englisches Layout und dann ist das Y und X, ja. Z getauscht. Genau. Ja, genau. So, jetzt geht's ab hier. Okay, also ich sehe Gladiatorenkämpfe. Darum geht's wohl. Du kannst ja mal kommentieren hier, was hier Sache ist. Und in der rechten Ecke ist Tim mit dem Gladiator und er steckt drauf und dann kommt die Zeit und es geht weiter und los. Sehr, sehr gut. Ja, okay, also du bist ein Gladiator.
Oh. Und Metzel geht mich hier... Geht hier ziemlich brutal zu Werke hier. Ja. Aber das war tatsächlich auch früher so, oder? Die haben sich nichts geschenkt. Also ich glaube nicht, dass die mit Watteschwertern geschlagen haben. Nee, das war ziemlich brutal. So, jetzt habe ich noch ein Ultimate hier freigeschaltet. Oh. Wenn ich jetzt nur die Leute treffen würde, wäre das auch richtig gut. Aber ich sehe, die Leute sind ziemlich gechillt und lahm unterwegs, oder? Die schlagen nicht so oft zurück hier am Anfang. Ich denke, ich bin halt ein guter Gladiator. Du warst ach so. Okay. Also ich nehme an, du kannst nachher deine Schwerter upgraden und kriegst andere Gegner oder wie läuft das? Andere Gegner, andere Schwerter, neue Zauber, neue Rüstung, hier noch mehr Attacken und. Krass, krass. Also hier passiert wirklich alles. Okay. Also wirklich alles. Ihr könnt auch die Qualität vom Spiel ein bisschen hochstellen, das machen wir jetzt allerdings nicht. So, wenn ihr die erste Runde geschafft habt, geht ihr raus, Exit. Jetzt seid ihr hier, jetzt sagt sie mir schon, ja, geh doch mal in den Market und kauf dir ein bisschen Equipment. Da laufen wir doch mal hin. Ach was, du kannst dich hier frei bewegen in so einer... Auf jeden Fall. In so einer Stadt? Und hier oben gibt's Items und... Kauf ein bisschen Waffe, würde ich sagen. Ah, das ist ja so. Okay, das ist natürlich echt schön. Shield Weapon, Dual Weapon, Heavy Weapons. Was machen wir? Heavy Weapons. Immer auf die harten Sachen. Oh ja. Oh, der Hammer. Warhammer. Ja, wir haben uns den Hammer gekauft. Geil. Jetzt haben wir noch echt viel Geld übrig. Gar nichts. Egal, wir haben einen Hammer. Leave, give him hell. Ja. Hier oben kann man sich auch Zaubersprüche kaufen. Habe ich jetzt nicht gemacht. So. Also du kannst dich frei in dieser kleinen Welt bewegen. Klar. Und hast dann zusätzlich noch diese Kämpfe. Also das ist natürlich schon, genau. Also schon dick aufgetragen. Richtig. Jetzt ist wieder The Pit. Also ihr seht schon, es sind wahrscheinlich dann drei Welten. Ja, ja. Und jeweils mit 12 Leveln. Ein ziemlich vollgepacktes Game. Das ist ja natürlich echt geil. Fall. Jetzt geht's ab hier. Bin gespannt. Dann. The Hammer. Und zeig dir mal, wo der Hammer hängt. Der war nicht schlecht. Ja. Alles ein bisschen langsamer. Okay, also Attack Speed, es gibt auch verschiedene Werte wahrscheinlich für die verschiedenen Waffen. Ja, sieht man ja oben, die macht jetzt 23 Schaden. Oh ja. Okay, der haut natürlich ziemlich rein. Das ist echt Hammer. Ah, genau. Zack, 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 zack. Schön. Ja, da haben die Jacke. Okay, kann natürlich echt mehr als das Holzschwert, das sieht man hier sofort. Hier 42 Schaden hast du gerade ausgeteilt, wahrscheinlich kannst du mit zwei Schlägen nochmal finishen. Also X ist die schnellere Attacke. Genau, okay. Oh, jetzt sehen wir aber jemanden, die haben ein bisschen bessere Rüstung, sehe ich. Ja, ne? Die haben Schilder, das sehen wir da auch schon. Ja. Vielleicht, wenn man die von hinten... Ja, hier, die großen Hiebe, ja, das ja, okay. Ist, die großen Hiebe, da kennen die nicht. Also da hast du, glaube ich, sofort sehr schlau abgegradet, dass du gleich auf die Waffe gegangen bist. Ich denke auch. Man kann da halt nach seinem Geschmack, denke ich, machen. Also ich hätte auch auf Dual Weapons gehen können, also auf Zweihandwaffen. Oder ein bisschen Healing wahrscheinlich, Potions und so. Genau, hätte ich mir auch kaufen können und so. Ja, okay. Boah. Ja, also ich muss sagen, das Spiel ist schon verdient auf der 1, es ist ziemlich... cool, ja, voll Action gepackt und auch allein der Umfang ist halt auch geil, also dass du halt wie viel du machen kannst. Ja, hier Sterne eingesammelt, Geld eingesammelt. Ich will jetzt gar nicht aufhören, jetzt kann ich ja schon wieder zurückgehen, mir eine neue Waffe kaufen. Ja, das ist schon echt super. Also verdiente Nummer 1 würde ich sagen. Sieges Arena, unser Top Game des Monats. Oktober. Ja. Oktober, auf jeden Fall. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt unten in die Comments, was ihr denkt. Würde mich sehr freuen. Vielleicht wünscht ihr euch auch mal ein anderes Spiel, das wir für euch spielen, dann machen wir das natürlich. Und sonst wünschen wir euch ein frohes Halloween. Und oder einen frohen Reformationstag. Ja, ja, genau, ganz klar. Für die gläubigen Christen unter uns. Und sonst, mein Name ist Tim. Mein Name ist Fred. Wir sehen uns nächsten Monat.